In diesem Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Scandaten des Leica BLK 360 und die erfassten Tourdaten des Leica BLK 2 Go in einem Projekt kombinieren können. Wir haben hier in unserem Beispiel eine Wohnung mit dem BLK 360 und mit dem BLK 2 Go erfasst. Beide Punktwolken sollen nun in einem Modell vereint werden. Wichtig ist, dass alles in ein Projekt importiert wird. Wir verschieben nun beide Datensätze in eine Übersichtskarte und legen diese nebeneinander. Nun muss ein Standpunkt des BLK 360 und ein Waypoint der BLK 2 Go Tour markiert werden. Wir halten die Steuerung-Taste STRG gedrückt und wählen einen Waypoint der BLK 2 Go Tour aus. Wir klicken auf den Button Visuelle Registrierung. Beide Scandaten werden nun visuell zusammen in Position verschoben und gedreht, bis beide Punktwolken stimmig überein liegen. Auch die Höhenlage in Richtung der Z-Achse muss kontrolliert werden. Nun starten wir die Cloud 2 Cloud-Berechnung über den Button Verbinden und Optimieren. Die Verknüpfung wurde erfolgreich hinzugefügt und beide Scandatensätze sind nun miteinander verknüpft. Wir betrachten unser Ergebnis über die Cloud-Gruppe und den TrueSlicer in der Grundrissansicht.